schönen guten Tag euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline. Warum kriege ich eigentlich immer diese fucking Indoor-Map-Gedöns-Scheiße? Gegen euren Generator treten und sehen, dass ihr hier unten seid. Ich sehe dich, Claudette. Ich sehe dich. Ah! Komm zu Papa. Yeah. Die gute Baller weg. Vittorio. Mal Nase kratzen. Oh, haust du da rum. Ich bin doch noch hier. Was? Ah! Wupp? Ah! Hasi, Mensch, warum denn? Ich stand. Du kannst doch nicht hinrennen, wenn ich bloß um die Ecke gehe. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ah, denkst du, ich weiß. Sorry, aber nein. Geliehene Zeit. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das gerade war, aber ihr macht das schon.
Den zweiten hatte ich noch nicht. Dachte ich mir doch. War hier unten nicht gleich ein Haken? Hier war der Keller. Schau mal. Bitteschön. Einraumwohnung für dich alleine. Ha? Dich. Erklärst du mir bitte jetzt auch, warum du in den Keller rennst, wenn ich hinter dir her renn? Ich gehe ja schon. Geh weg. Ich bin weit weg. Halt, was das angeht, dann doch zu lieb. Der war fast fertig, noch der Generator. Hat sie mich erwischt, die Sau. Komm, Stubi! Warum habt ihr euch nicht erstmal geheilt? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das könnte man jetzt Slacken nennen. Und ja, das ist auch Slacken. Aber der ist ja jetzt auch tot. Komm her. Die sind beide verletzt. Und rennen beide in die gleiche Richtung. Macht das doch auch keinen Spaß. Nein. Die wickelt mir zu viel. Ich hab kurz überlegt. Aber ich kann nicht immer nur die liebe Nette sein. Die Survivor sind auch nicht lieb und nett. Nein, sind sie nicht. Das sagen wir sollt. Nein, sind sie nicht. Gold 1. Muss das sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir und ich freue mich natürlich auf die nächste Runde von Dead by Daylight Killerline. Bis dann. Ciao.